Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Tutorial. Heute machen wir mal wieder mit unserem GUI weiter, wie jetzt schon die letzten 3-4 Videos. Und heute fügen wir mal eine Textbox hinzu, wo man auch reinschreiben kann und mit der man dann irgendwas machen kann. Deshalb haben wir auch diesen Action-Button hinzugefügt, weil da möchte ich halt dann machen, wenn man da draufklickt, wird dann, was da drin steht, dann hier in dieses Hallo Welt reingeschrieben. Also damit dann halt einfach das angezeigt wird, was man da reinschreibt. Damit kann man natürlich auch noch viele andere Sachen machen. Ich kann euch theoretisch mal zeigen, wie man den YouTube, also wie man YouTube kontaktiert über die API und dann da mit Sachen ausliest. Das ist jetzt leider ein bisschen anders mit dieser V3-Version. Ein bisschen kompliziert mit dieser Google APIs-Funktion, da muss man erst einen Key erstellen und ja. Mal schauen, ob ich das euch zeige. Aber jetzt fangen wir erstmal mit unserer Textbox an. Dazu brauchen wir einen, erstmal brauchen wir eine Private GUI Text Field, eine Variable, und die nennen wir jetzt einfach mal Textbox und dann noch Private Int Textbox ID. Gut, dann die ID erstmal zuweisen. Textbox ID gleich 0. Da können wir jetzt wieder einfach mit 0 anfangen, weil den Button, die sind ja völlig unterschiedlich. Und dann müssen wir das Textbox-Teil mal irgendwie zuweisen. Das machen wir, indem wir Textbox ist gleich New GUI Text Field. So, und jetzt müssen einige Sachen angegeben werden. Als erstes muss die ID übergeben werden, Textbox ID. Dann muss der Font-Render-Object übergeben werden. Und die letzten 4 Variablen sind dafür da, die Breite, also das ist X, Y und dann Breite und Höhe. Jo, also Höhe machen wir auf jeden Fall mal wieder 20 Pixel, weil 20 Pixel ist auch die Default-Höhe, glaube ich, von Textboxen. Also natürlich kann man es auch größer machen, aber ja, muss jetzt nicht sein. Dann, wie breit soll die sein? Ich würde sagen, das machen wir jetzt genauso wie unseren Click-Mich-Button. Das machen wir jetzt auch 64. Dann machen wir wieder mittig ungefähr. Width. Also wenn wir 64 haben, dann ist ja wieder genau das gleiche. Minus 32, dann ist ja mittig. Und jetzt müssen wir noch die Höhe machen. Und ich würde sagen, da wir das hier 100 hatten, machen wir, wenn wir 10 Pixel freilassen, machen wir 130. Und dann sollten da 10 Pixel dazwischen sein, also hoffe ich jetzt einfach mal. Weil manchmal vertue ich mich da auch ein bisschen und das ist ein bisschen doof. Gut. Dann können wir noch ein paar Einstellungen in dieser Textbox machen. Nämlich, wir können zum Beispiel also Textbox.setFocused machen. Und wenn wir das auf True setzen, dann ist, wenn man das GUI öffnet, gleich der Cursor drin. Also man kann gleich reinschreiben, ohne dass man da erstmal reinklicken muss. Wenn man das nicht macht, muss man halt erstmal reinklicken. Wir machen es aber mal mit, dass man gleich reinschreiben kann, dann, ja, ist relativ einfach. Und ja, dann ist noch ganz wichtig, dass wir, so, dann müssen wir noch ganz wichtig Keyboard und dann das untere von org.lvg.input importieren, ganz wichtig. .enableRepeatEvents und das muss auf True gesetzt werden. Das ist wichtig, weil sonst können da Fehler auftreten und das wollen wir natürlich nicht. Gut, jetzt hat auch diese KeyType-Methode mal einen Sinn, denn in diese KeyType-Methode kommt jetzt TextBoxKeyTyped und dann übergeben wir jetzt einfach TypeChar und KeyCode. Gut, dann haben wir das auch einfach übergeben, dann wird das schon mal übergeben, dann brauchen wir noch UpdateScreen. Da kommt dann, haben wir noch die Variable genannt, Textbox.updateCursorCounter. Und dann muss noch irgendwie das übergeben werden. Das machen wir, indem wir jetzt Hallo Welt statt das hier zuweisen. Da weisen wir jetzt einfach Textbox.getText. Weil sonst können wir ja das nicht auslesen. Also dann passiert halt nichts und das macht ja nicht Sinn. Also wenn ihr die Buttons noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das noch gerne an. Und die vorigen Tutorials, weil die basieren ist halt immer so langsam aufeinander ein bisschen und das ist ein bisschen doof, wenn ihr die anderen nicht gesehen habt. Gut,
Jetzt müssen wir noch unsere Textbox drawen. Das machen wir mit textbox.draw Textbox. Gut, dann haben wir die auch schon daher gezeichnet. Da können wir mal das so machen, dass es irgendwie besser aussieht. Okay, es sieht irgendwie alles. Ist ein bisschen komisch formatiert, muss ich sagen. Aber dann sind wir mit diesem Textbox-Teil auch fertig und ich würde sagen, wir starten mal MC. So, wir sind nun in Minecraft und öffnen mal so einen Teil und hier sehen wir schon, jo, jetzt haben wir so eine Textbox. Wenn wir das einfach reinschreiben, also ihr habt gesehen, ich habe nicht reingeklickt, das ist automatisch drin, jetzt können wir da irgendwas reinschreiben. Jetzt haben wir keine Länge festgelegt, also kann man nun endlich reinschreiben. Oder ne, kann man nicht, okay. Wusste ich nicht, also das ist anscheinend eine bestimmte Länge, wahrscheinlich 64, ne, 32 könnte es eher sein. Und wenn wir jetzt da draufklicken, wird halt das hier, was wir da eingegeben haben, da oben angezeigt. Natürlich kann man jetzt auch irgendwas Schönes reinmachen. Bei Kraft HD. Dann wird das hier halt hier oben angezeigt. Also ihr seht schon, da ist einfach dann, was hier reingeschrieben wird, wird ja oben angezeigt. Und ich würde sagen, dann war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal gerne eine positive Bewertung da lassen. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin und ja, ciao.